Hallo, liebe Freunde der klingonischen Sprache. Mein Name ist Liefen Litar und ich bin euer Klingonischlehrer. Und ich bin Aurelie. Und wir werden euch jetzt etwas erzählen aus dem kleinen Prinzen Tapuk Matsch auf Klingonisch. Weil nämlich, nachdem das Buch letztes Jahr einen so großen Erfolg hatte, wurde es dieses Jahr für den Deutschen Fantastikpreis nominiert. Und nicht nur das, sondern wir haben es sogar schon über die erste Runde geschafft und sind jetzt in der Endrunde. Jetzt sind wir im Endsport unter den besten 5 in der Kategorie Beste Übersetzung. Und ihr habt jetzt noch wenige Tage Zeit. Bis zum 31. Oktober läuft die Abstimmung auf www.deutscher-fantastik-preis.de. Und dort könnt ihr jetzt abstimmen. Votet jetzt für den kleinen Prinz auf Klingonisch Tapuk Matsch. Und damit ihr euch erinnern könnt, lesen wir euch jetzt ein paar Zeilen aus dem Werk. Leider habe ich keinen kleinen Prinzen dabei, aber ich denke, meine kleine Prinzessin wird das auch schaffen. Als ich vor 6 Jahren wegen eines Motorschadens in der Sahara notlanden musste, änderte sich alles. Jav ben dui chachlau mo krukwej shacharadebdak chishakhade chochru. Deswegen könnt ihr euch sicher vorstellen, dass ich sehr erstaunt war, als mich am nächsten Morgen eine seltsame kleine Stimme weckte. Ngodwamo chiyaiku e dayaj lachbej jajweb. Movemor de takbor rohmatch. Ribermor de rak jewef. Bitte zeichne mir ein Schaf. Ich sprang auf und sagte: Nukjak. De rak jewef. Vergesst meine Situation nicht. Die nächste Stadt war sehr weit weg. Als ich widersprechen konnte, sagte ich: Aber was machst du denn hier? Atschnadev, nuktadir. Ribermor, dirak, jewef. Damit ihr euch gut an diesen Satz erinnern könnt, denkt dran, holt euch das Buch Tapuk Matsch, der kleine Prinz auf Klingonisch und vergesst nicht abzustimmen. deutscher-fantastik.preis.de, damit ihr dafür sorgen könnt, dass dieses Werk das erste klingonische Buch sein wird, das jemals einen Preis gewonnen hat. Damit schreibt ihr Geschichte für den kleinen Prinzen und für meine kleine Prinzessin. Krapla, das war für euch euer Klingonischlehrer Leven Litar. Krapla! Krapla!